Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zum heutigen Video. Heute geht es um Quarkkuchen ohne Boden. Ich habe heute ausprobiert, ob man in der Pfanne auch Quarkkuchen ohne Boden als Ganzes backen kann. In dem Video, das ich gestern hochgeladen habe, hatte ich ja, da es Sonntag war, nur ein Ei zur Verfügung und einen Becher Joghurt. Und habe das ja probiert als Quarkkeulchen und habe den Teig verwendet, den man für Quarkkuchen ohne Boden verwendet. Und es war mit Joghurt, also anstelle von Quark, den ich auch nicht da hatte, gut gelungen. Jetzt war ich neugierig und nachdem ich jetzt wieder Eier und Joghurt eingekauft habe, probierte ich einfach mal, ob das gelingt, in der Pfanne Quarkkuchen ohne Boden zu backen. Aber eben auch mit Joghurt anstelle von Quark. Es war in der Edelstahlpfanne schief gegangen. Dort köchelt es mir nur und es backt nicht richtig. Es wird auch nicht braun. Die Bräune macht ja den typischen Geschmack. Da es also schief ging, aber ich was ganz Tolles und festgestellt habe, dass man daraus auch Feta-Ersatz machen kann. Wenn man also den Zucker weglässt, ich hatte ja auch nicht viel Zucker, aber wenn man den Zucker weglässt, dann hat man die Konsistenz wie Feta-Käse und auch den Geschmack, also ähnlich. So könnte ich mir das vorstellen, dass man das auch auf Salat oder Tomaten machen kann. Dazu habe ich noch mal ein anderes Video gemacht, das kannst du dir gern anschauen. Ich habe also 240 Gramm Joghurt, 2 Eier, 60 Gramm Butter, eine Prise Backpulver, eine Prise Salz, 2 Päckchen Vanillezucker. Du kannst auch mehr Zucker nehmen. Ich verwende lieber weniger, habe dann aber noch etwas darüber gestreut, als der Kuchen erkaltet war. Ich nehme auch keinen Zitronensaft und auch keine geriebene Zitronenschale in den Teig. Also es geht auch so. Und durch den geringeren Zuckeranteil schmeckt es dennoch etwas säuerlich, was ja also Joghurt oder Quark mit sich bringt. Aber das macht ja den guten Geschmack von dem Quarkkuchen ohne Boden aus. Die Butter schmelzen lassen. Ich habe sie auch in der Pfanne gebacken. Die Pfanne kannst du dann später zum Backen verwenden. Die Butter in der Pfanne schmelzen lassen. Das Ei etwas schaumig schlagen. Dann die flüssige Butter hinzu, danach den Joghurt und also Salz und Backpulver und dann noch Vanillezucker. Das gut verrühren. Und dann in der Pfanne backen, wenn du etwas mehr Teig verwendest. Ich hatte hier auch den Deckel drauf, also dann den Deckel drauf machen und dann wird es im Prinzip wie Quarkkuchen ohne Boden. Beachtet dabei bitte, dass der Teig ziemlich aufgeht, also nach oben kommt, also dass du eine entsprechend hohe Pfanne verwendest, damit der Teig nicht überläuft. Je mehr Teig ist, umso länger dauert es natürlich, dass er gut durchgebacken ist. Dann, wenn er erkaltet ist, auf einen Teller stürzen. Es war in der Edelstahlpfanne schief gegangen. Dort köchelt es mir nur. Also in der beschichteten Pfanne ist es dann wunderbar gelungen. Nachdem das erst mit Edelstahlpfanne nicht geworden ist, habe ich das dann nochmal in die beschichtete Pfanne getan, damit es nochmal richtig bräunt auch auf der einen Seite. Und dann war es ganz lecker. Dann hat es richtig lecker geschmeckt und auch von der Konsistenz war es richtig wie man Quarkkuchen ohne Boden auch kennt. Also es gelingt mit Joghurt genauso gut und schmeckt so lecker. Ich wünsche dir viel Freude beim Nachmachen, beim Nachbacken. Alles Liebe für dich und alles Gute für dich und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich, wenn du wieder mit dabei bist. Ich danke dir fürs Zusehen.
fürs Zuhören. Alles Liebe für dich und alles Gute für dich. Und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Weitere Informationen über mich kannst du gern auf meiner Website www.pausenwege.de bekommen. Du kannst auch gern meine Bücher dazu lesen. Alles Liebe für dich, alles Gute für dich und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich.